Hallo, heute werden wir endlich meine Make-up-Sammlung hier drüben aussortieren. Und ja, ich musste erstmal hier freiräumen, weil der Raum noch ziemlich voll stand, mein Tisch auch. Und da ich auf dem Tisch sortieren möchte, ja, dachte ich mir, ist es vielleicht besser, wir machen das dann, wenn ich Zeit und Lust habe, alles sauber zu machen. Das ist nämlich nicht so einfach gewesen, weil der Raum meinem Freund gehört. Und ich dachte mir, wir machen das jetzt wirklich Schublade für Schublade. Es sind also 5 Schubladen. Und als erstes beginnen wir mit dem Nagellack, weil das echt eine Monsterschublade ist. Eventuell werden das sogar 2 Teile. Lasst euch überraschen und ja, dann geht's los. Ja, hier wird so das Ausmaß meiner Nagellacksucht dann doch mal ja deutlich. Es kann sein, dass der ein oder andere Nagellack sich noch in irgendeiner Tasche oder so befindet, aber ich denke, das dürften die meisten sein. Und ja, ich denke, ich werde einfach mal kistenweise vorgehen. Und ja, was ich allgemein noch dazu sagen wollte, ist, falls ich irgendwas aussortiere, was euch interessieren würde. Ich möchte die ja bei Kleiderkreisel verkaufen. Also falls jemand sagt, ich möchte XY auf jeden Fall haben, dann schreibt mir gerne einen Kommentar, dass sie mir eine PN schickt und dann gehe ich dann da rein und gucke nach, weil sonst gucke ich nicht in mein Postfach und dann kann man das gerne regeln. So, und dann fangen wir aber wirklich mit dem Aussortieren an. Wir beginnen mal mit dem Kästchen und ich sag euch mal ganz ein Stück weit erschrocken, dass ich 202 Nagellacke habe, also in Farben. Da sind auch die Minis mit dabei. Plus 12 Nagellacke, sowas wie Basecoat, Topcoat, Nagelweißer. Ja, mein Ziel ist es auf jeden Fall, so ein Kästchen insgesamt auszusortieren, vielleicht sogar ein wenig mehr. Wir beginnen mit diesem Kästchen, das räume ich jetzt aus. Und dann gehen wir den Einzelnagellacke durch. Ich schätze mal, es werden doch 2, 3 Videos werden. Meine Kamera mag wohl keine hellen Untergründe, deswegen habe ich jetzt die Glossybox hier drunter. Ich beginne mit diesen beiden P2-Nagellacken aus der Vintage Glamour LE. Und da hatte ich wirklich nur mal den grauen getragen, bin ich ganz ehrlich. Das ist einmal die 020 Noble Paleness, dieser helle Ton hier, und die 030 Elegant Dressed. Beide wandern raus, weil den linken habe ich, wie gesagt, noch nie benutzt. Und der rechte ist nur einmal benutzt worden. Also deswegen, das lohnt sich nicht, die aufzuheben. Weiter geht's mit diesen Nagellacken. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die habe. Das ist aber von der LE, die Chill Out hieß. Und die sind wirklich etwas transparenter, die Nagellacke. Sind eigentlich ganz schön. Also besonders der pinke fand ich eigentlich war sehr hübsch. Dann eben dieser grüne und der orangene. Aber ich habe ähnliche Farben und jede Menge davon. Und die haben jetzt auch keine richtigen Namen, außer 1, 2, 3 oder so. Und ja, die wandern auf jeden Fall aus der Sammlung raus. Die nächsten drei sind diese hier: einmal von der P2 WhatsApp Beach Babe LE. Dieser hellgrüne Nagellack, so ein bisschen pastellig. Der heißt 040 Adventurous. Und ich bin ehrlich, ich habe den einmal aufgetragen und dann nie wieder. Der ist relativ deckend, ich finde ihn eigentlich sehr schön, aber ehrlich, die Farbe benutze ich einfach nicht wirklich und daher wird der rauswandern. Dann haben wir hier von Mimimi, war mal in einem Set mit einem Blush, den ich haben wollte. Den habe ich auch einmal aufgetragen, extrem deckend, aber ja, es ist nicht so ganz so meine Farbe. Beziehungsweise ich habe viele ähnliche in der Richtung und ja, das ist nicht unbedingt so meiner. Wie gesagt, auch nur einmal aufgetragen. Und dann NBM Nails Beauty and More heißt die Marke. War mal in der Glossy Box, 14 ml, noch nie aufgetragen. Hat so eine, ja, ein bisschen was von Leberfarben. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber so Töne trage ich eigentlich überhaupt gar nicht so leicht. Grau, leicht braun mit drinne. Wie gesagt, ist eigentlich eine gute Marke, aber ja, die Farbe war nicht so meins, deswegen wandern die auch alle drei raus. Hier haben wir 3 Nagellacke, einmal von NYX. Das ist so Nail Polish Glitter, was für Mädchen oder sowas.
Ja, ich glaube, ich habe den auch nur ein einziges Mal aufgetragen, wenn überhaupt. Mushroom Glitter heißt der. Und da brauchen wir halt schon einige Schichten. Ich finde, das ist eher so einer, den man dann über einen anderen Nagellack aufträgt. Und dafür ist der ganz gut. Dann haben wir hier einen voll LCN. Sagt mir auch irgendwas. Das ist auch, glaube ich, so eine Nagel- und Handgeschichte. Meine Nägel sehen jetzt inzwischen ein bisschen merkwürdig aus, weil sie alle kurz sind, weil ich Kompressionsstrümpfe anziehen muss in der Schwangerschaft. Voll geil. Und da dürfen die nicht mehr so lang sein. Also die müssen jetzt wieder geschnitten werden. Super Sache. Da haben wir eben diesen Farbton hier, der keine Nummer hat. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall so ein schönes, helles Orange. Aber wie gesagt, ich habe so viele Nagellacke und ich habe auf jeden Fall noch einen Orangeton. Und mehr als einen Orangeton braucht wirklich, glaube ich, kein Mensch. Dann hier Boulevard, war mal in so einer Geschenkset-Geschichte von einer Freundin von mir drin. Aber das ist so ein, ja, so ein, ja, braun, Kupfer, wie heißt das, Bronzeton, sowas trage ich nicht wirklich. Deswegen wandert der auch mit raus, ist auch noch nicht benutzt worden. Also die beiden sind noch komplett unbenutzt. Den glaube ich, dass ich ihn einmal aufgetragen habe. Aber wenn überhaupt nur einmal. Weiter geht's mit diesen drei hier. Da habe ich einmal von Max Factor. Ich weiß gar nicht, ob ich den mal mit in der Box irgendwo hatte. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. So ein nicht ganz so violetten Pflaumenton, sondern ein bisschen wärmerer. Den finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe ihn eventuell einmal getestet, fand ihn auch sehr schön, aber ich habe ihn einfach nie benutzt, weil ich viele andere Farben habe, wie Bordeaux-Rot zum Beispiel, die ich viel lieber trage im Herbst, Winter. Und deswegen wandert er auch raus, weil ich einfach zu anderen Farben immer greife, statt zu dem hier. Und ja, schade. P2 Viva Argentina LE. Ein sehr, sehr schöner Ton. 010 Mai Guapa heißt der. Der hier heißt Intense Blum, übrigens der Maybelline. Ich meine Max Factor. Oh Mann, mein Gehirn. Ja, ist ein sehr, sehr kräftiger Orangeton hier. Wunderschön. Habe ich auch einmal tatsächlich getragen, aber irgendwie passt das nicht zu meiner Hautfarbe. Ich habe so einen leicht gelben Unterton. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Deswegen wandert der raus. Und dann hier der Color Club Nagellack. Color Club ist gar nicht mal schlecht, aber es ist so eine Farbe, die ich einfach nicht trage. 993 Bright Night. Ich wollte den mal benutzen, aber ja, war auch mal in der Box drin. Ist eine schöne, wirklich schöne Farbe. Richtig kräftiges, schönes Blau. Aber ich trage so eine Farbe überhaupt gar nicht. Deswegen wandert der auch raus. Die Rimmel 60 Seconds hier, die drei Stück. Die mag ich sehr gerne, die habe ich früher voll oft getragen. Ich hatte früher, wie gesagt, eigentlich nur zwei Farben: Schwarz und Dunkelrot. Und dann habe ich mir irgendwann mal noch den hier geholt. Und das waren so Ewigkeit meine drei Lieblingsnagellacke. Das ist einmal die 800 Blackout, die 330 Highland. Das ist so ein richtig schöner Rotton mit so Braunanteil. Und die 600 Deliciously Dark. Das ist so ein richtig extrem dunkler lila Ton. Wunderschön, trocknen wirklich sehr schnell. Sind auch preis-leistungsmäßig wirklich echt super. Und ja, die drei werde ich auf jeden Fall aufheben, weil es Farben sind, die ich im Herbst, Winter gerne trage. Von P2 habe ich jede Menge Sandstyle Nagellacke. Die sind relativ neu allesamt, schon alle einmal benutzt. Und ich mag die sehr, sehr gerne, weswegen ich sie nicht hergeben werde. Da haben wir einmal die 100 Precious, das ist so ein schönes Gold. Dann einmal die 030 Seductive, das ist so ein Pflaumenton mit Goldglitzer. Und einmal die 020 Lovesome, das ist ein schönes Rot. Mag ich wirklich alle drei sehr gerne. Weiter geht's mit diesen drei Sandstyle-Nagellacken von P2. Wie gesagt, hier den hatte ich eben gezeigt. Das ist ein Rot-Pink und das ist ein richtiges Rot, damit man so ein bisschen die Unterschiede sehen kann. Das ist die 040 Legal. Auch sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier einen, den ich mit am meisten getragen habe, weil er einfach so ein bisschen neutraler ist.
Das ist die 070 Pretty. Und hier sind auch so ein paar gröbere Glitzerpartikel drin. Also die kommen hier mehr zur Geltung als bei manch anderem. Finde ich wunderschön. Ja, wer so einen Alltags-Sand-Style-Polish haben will, der ist auf jeden Fall dafür geeignet. Und dann habe ich noch so ein Schwarz-Grau. Die 110 Classy. Den habe ich auch noch nicht getragen, glaube ich. Das ist der einzige von denen, die ich noch nicht benutzt hatte, von den Sand Style. Trotzdem behalte ich ihn, weil ich die Kollektion einfach toll finde, diese ganzen Sand Style Polishes. Und im Zuge dessen habe ich auch zwei ganz, ganz neue. Die haben eben einen anderen Deckel von P2, auch Sand Style Polishes, beide schon getragen. Wobei ich den von allen wirklich Bombe finde. Der ist so, so schön. Die brauchen alle ein bisschen länger beim Trocknen, deswegen habe ich nicht immer Lust, sie drauf zu machen. Aber wie gesagt, also das sind zwei Farben, die man wunderbar jetzt tragen kann im Sommer. Das ist einmal hier dieser Pfirsichton 130 Joyful und die 120 Dreamy. Der sieht ein bisschen merkwürdig auf meinen Nägeln aus, trotzdem werde ich ihn drinnen lassen, einfach nur, weil ich die Farben so schön finde. Und wenn ich mal Bock habe, wirklich jeden Nagel anders zu lackieren, kann es nicht schaden, wenn ich alle Farben dabei habe. Dann habe ich hier noch drei Shiner Clays Lacke, meine einzigen drei. Und das sind zwei so Neon-Textmarker-Farben, die sind ziemlich bam in your face. Finde die richtig cool für den Sommer, wenn man irgendwo schwimmen geht und man hat sowas auf den Fuß- oder Fingernägeln, wobei das Grün würde ich jetzt nicht auf die Fußnägel geben, dann sieht das schon ziemlich cool aus. Und wenn ich so Neon-Farben tragen möchte, dann benutze ich die auch sehr gerne. Das ist einmal die grüne Variante hier, I'm with the Lifeguard. Wunderschön. Und die andere, diese pinke Variante, ist die Flirty Tankini. Ja, die beiden werde ich wohl behalten. Der Shiner Glaze hier ist ein bisschen anders. Der heißt Peace on Earth und ist so ein Olivengrün mit so ein bisschen Gold drin. Das ist ein ganz, ganz besonderer Farbton. Sowas habe ich definitiv nicht mehrfach. Und meine Mutter fand den auch sehr schön deutsch. Heute ist ein bisschen schwierig. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn behalte oder meiner Mutter gebe. Wie gesagt, also es ist ein sehr, sehr schöner Nagellack. Trage ich gern auch mal im Herbst. Ja, muss ich gucken. Vielleicht mache ich meiner Mama damit eine Freude, wenn ich ihr den gebe. Aber ich weiß nicht, ob sie den tragen würde. Also muss ich mal schauen. Eventuell gebe ich ihn ab, aber insgesamt denke ich mal, die drei dürfen schon mal bleiben. Dann habe ich hier drei Nagellacke. Einmal von Maybelline Yard. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Forever Strong. Das war einer der letzten Nacke, die ich von denen gekauft hatte. Das ist ein ganz klassisches, schönes Rot. Nicht zu hell, nicht zu dunkel, finde ich. Keine Ahnung. Hier steht es Rouge Lack Cherry Sin. Heißt die Farbe. Und ja, der ist ganz schön, aber er braucht sehr lange zum Trocknen. Das ist das Einzige, was mich stört. Und man braucht mindestens zwei Schichten. Trotzdem werde ich ihn jetzt erstmal auf, ich überlege es mir, stellen, weil ich erstmal gucken will, was für andere Rottöne ich noch habe. Dann haben wir hier einen Kiko Holographic Nagellack. Das ist so ein richtiger Silbernagellack. Den werde ich auf jeden Fall behalten, weil ich davon nicht viele habe. Und von all meinen holographischen Lacken, der halt derjenige ist, der so richtig Bam macht, also der richtig holographisch ist. Und den finde ich sehr, sehr schön, deswegen behalte ich ihn. Dann haben wir hier noch einen kleinen Nagellack von Alessandro. Der war mal in der Box drin und der ist so richtig schön pfirsichfarben. Peachy Cinderella heißt der. Man braucht ein paar Schichten, aber ich mag den sehr gerne. Der sieht jetzt auch wieder benutzt aus, weil ich die vorher immer schüttel. Aber der ist auch in etwa zur Hälfte leer und das ist ein Ton, den man immer tragen kann. Deswegen bleibt er in meiner Kollektion, wird vielleicht mal in ein Schminkkörbchen, wenn ich das dann auf die Reihe kriege oder in so ein Bojack Tenpan landen. Auf jeden Fall ein schöner Nagellack, deswegen behalte ich ihn. Dann habe ich hier drei OPI Mini Nagellacke. Die waren alle mal in der Glossy Box. Ich hatte ja so Probleme mit der Lieferung mal gehabt und ich werde euch einfach den Blogpost in die Infobox packen. Da könnt ihr nochmal nachgucken, wie viele Boxen ich dann auf einmal hatte. Und da waren eben diese drei hier drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen, weil ich glaube, die Namen stehen hier nicht drauf. Das war aus dieser German Collection. Das ist der gleiche Farbton. Das ist so ein Hautfarben. Und leider sieht er an meiner Haut, also ich habe den einmal aufgetragen,
an einem Nagel einfach furchtbar aus. Also ich glaube, da muss man eine schöne gebräunte Haut haben, dann sieht das gut aus. Deswegen, die beiden werden definitiv aus der Sammlung fliegen, weil sie einfach an mir nichts aussehen. Sind nur 3,75 Milliliter drin, sind wirklich total putzig und schön und sowas von der Optik her, die kleinen hier. Aber die beiden wandern raus, weil die Farbe einfach an mir furchtbar aussieht. Und dann bleibt ja nur noch dieser dunkelgraue Nagellack mit so ein bisschen Khaki-Einschlag. Also man sieht es jetzt hier in der Kamera, glaube ich, nicht übrig. Und den werde ich definitiv behalten, weil ich einmal so einen kleinen aufheben wollte. Und zum anderen, weil so ein dunkelgrau kann ich mir eher vorstellen, nochmal zu tragen. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal ausprobieren, denn getragen habe ich ihn bislang noch nie. Wirklich noch nie, und das ist schade. Nehme ich mir auf jeden Fall für den Herbst vor, den zu tragen. Dann habe ich von P2 insgesamt 4 von den Mission Summer Look LE Nagellacken. Also da habe ich alle 4 Farben und ich fand die auch sehr, sehr schön. Das ist einmal hier die 030 Blue Hawaii und die 040 Honolulu Juice. Beides wirklich sehr schöne Farben, aber ich habe inzwischen so viele, die sich ähnlich sehen. Und ich greife einfach nicht mehr zu denen, deswegen wandern die raus. Ich habe den ungefähr 3-mal benutzt und diesen hier habe ich ungefähr zu einem Drittel geleert. Also schon mehr als 3-mal. Ich glaube 4-mal, 5-mal oder sowas aufgetragen. Ja, ne, die werde ich auch rausschmeißen. Dann habe ich von dieser gleichen oder gleichnamigen LE noch die anderen beiden. Das ist einmal ein wunderschönes Pink. Also ein sehr kräftiges Pink mit so ein bisschen Schimmer drin. Das ist die Farbe 020 Barbados Punch und ich finde, der Name passt sehr gut. Und dann diesen hier, das ist die 010 Maui Fizz und es hat so ein bisschen wirklich was von Grapefruit mit Glitzer. Also ist eine ganz, ganz spannende Farbe. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich die beiden behalte. Zumal ich den hier echt auch sehr häufig getragen habe, noch mehr aufgebraucht habe als den orangenen. Deswegen ich die beiden jetzt erstmal auf, ja, ich überlege noch, packen werde und dann einfach mal gucke, was ich an Farben habe. Und dann kommen wir zu den letzten dreien aus diesem Kistchen. Und ja, da habe ich einmal den Maybelline New York Mini Colorama 54 Cherry Sweet. Das ist so ein Pink mit Glitzer drinne. Locker, leicht, was für Mädchen, habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, also ist ungefähr bis hierhin leer. Ist eine schöne Farbe, aber ich greife sehr selten dazu. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Mädels von meiner Großtante, also die Enkeltöchter, vielleicht den haben wollen. Ich muss mal gucken, also ich werde den jetzt einfach mal ja, auf... überlegen, packen. Und dann haben wir hier von Agnes B, gibt es ja irgendwie nicht mehr, diesen Nagellack. Der ist wunderschön, ich habe ihn aber noch nie getragen. Ist irgendeine Nummer, ich kann es euch nicht sagen. Das ist so ein Orange-Gold-Glitzer-Schimmer-Nagellack und ich weiß nicht, das ist ein 40 Sekunden schnell trocknender Nagellack. Den werde ich auch mal, ich überlege noch, setzen und eventuell mal einfach auftragen, um zu gucken, wie er mir gefällt. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den Manhattan Lotus Effekt Nagellack, den ich mir gekauft habe, den ich total schön finde. Diese 71S ist das. Das ist so ein Mintton mit Glitzer drin. Aber ich habe ihn noch nie ausprobiert. Ich bin ganz ehrlich. Ich möchte ihn aber auf jeden Fall ausprobieren. Deswegen werde ich den erstmal noch nicht rausschmeißen.